Wir spielen ja den ersten Teil der Original im Jerusalem-Spiel, spielen wir auf der Hinterbühne gewissermaßen, ganz flach an der Rampe. Und dann öffnet sich der Raum nach Babylon und dann wird es eben groß und kostbar und reich und übergroß. Die Techniker, die hier lange im Haus sind, sagen, es ist die größte Bühne, die hier jemals war. Also die größte gebaute Bühne. Man kann natürlich die Bühne leer machen, dann ist es größer. Aber es ist die größte gebaute Bühne, die hier war. Das hat natürlich was zu tun mit dem Stück. Wir spielen Theater auf dem Theater, die Bretter, die die Welt bedeuten. Das klingt erstmal sehr einfach, aber wir wollten halt dieses Bild benutzen, um dann zwischen den Figuren die Komplikationen deutlicher herauszuarbeiten. Wir erzählen eine Geschichte, die auf dem Theater gerne erzählt wird, nämlich der reiche und mächtige und hybride Herrscher, der sich zum Gott macht, fällt einfach in den Dreck und frisst 7 Jahre lang Gras. Also diese uralte Geschichte, die ja Theater immer gerne erzählt, König Lear wäre so eine Geschichte. Also wir sind sehr nah dran am Shakespeare-Theater, am König Lear, der dann eben draußen auf der Heide wahnsinnig wird. Das ist genau diese Geschichte. Ist eine große Oper für den Chor. Wir können sagen, dass ist die erste Oper, wo Verdi etwas Besonderes für den Chor geschrieben hat. Dieser Chor va pensiero ist etwas, das geht in diese Richtung. Sehnsucht nach etwas, das früher war und ist nicht mehr da. Die Verzweiflung des Landes. Deswegen in dieser Melodie und in diesem Chor, man kann sich einfach sich identifizieren. Das ist, denke ich, passiert in Italien in dieser Zeit. Ist süffig, ja, die ist ansteckend, die ist sehr, sehr körperlich. Und das hat ein Mann geschrieben, der 29 war, dem die Familie weggestorben war, also Frau und 2 Kinder, und der Misserfolge hatte bis dahin und der plötzlich sagt, pass mal auf, ich habe jetzt eine Energie, ich will das, ich will genau das und das will ich jetzt. Und da muss man genau hinhören und dann liebt man das sehr.